Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es von mir den Echo Plus im Unboxing mit einem vielleicht kleinen Soundcheck und der Einrichtung. Das Ganze nach dem Intro. Okay. Wie gesagt, heute packe ich mit euch den Echo Plus aus. Ich habe hier schon den Echo Dot 3, also den Echo Dot der dritten Generation. Den habe ich ja schon im letzten oder vorletzten Video ausgepackt und eingerichtet. Dann habe ich hier noch den Echo der zweiten Generation. Den habe ich ja schon etwas länger. Der steht aktuell oben in meinem Schlafzimmer. Ich denke mal, ich werde die tauschen und der kommt dann ins Wohnzimmer oder so. Mal sehen. Der steht ja in der Küche als Radio oder für Timer beim Kochen zum Beispiel. Also als Küchenhelfer, sage ich mal, fungiert der. Reicht auch, weil in der Küche braucht man meiner Meinung nach keinen großen Lautsprecher, sage ich mal. Außer man will da richtig Party machen. Ansonsten vielleicht auch der Echo Show, der neue. Falls man irgendwie ein Display braucht für Kochrezepte. Aber brauche ich jetzt so nicht. Naja, ja. Und es wird dann noch ein Klangvergleich kommen zwischen dem Echo Plus zweiten Generation, dem Echo der zweiten Generation und dem Echo Dot der dritten Generation. Und dem Echo Dot der zweiten Generation. Zu den ganzen mache ich ein ausführliches Video. Das muss ich noch ein bisschen planen, vorbereiten. Und dann wird das in den nächsten Tagen auf jeden Fall kommen. Und ja, packen wir die beiden schicken erstmal beiseite und widmen uns dem Echo Plus. Ich korrigiere das Ganze auch nochmal. Und zwar, ich hatte irgendwie gesagt, der hier hat einen 60, 70 mm Treiber drin oder so. Und der hat auch einen relativ großen drin. Der Echo der dritten Generation, Echo Dot, hat einen 41 mm Lautsprecher drin. Der Echo der zweiten Generation hat einen 63 mm Tieftöner und einen 16 mm Hochtöner drin. Und der Echo Plus der zweiten Generation hat einen 76 mm Tieftöner und ein 20 mm Hochtöner drin. Der hat 30 Watt, der Echo der zweiten Generation hat 21 Watt und der Echo Dot hat 13 Watt oder irgendwie so. Ich habe die Netzteile auch da rumfliegen. Ja, gut, packen wir den jetzt mal aus. An sich ist nur der Unterschied zu dem, der ist dicker geworden, also der hat dasselbe Maß wie der, 99 mm statt 88. Der Echo Plus hat eine Smart Home Hub Funktion drin, heißt, ihr könnt damit Lampen steuern, aber nur Grundfunktionen, also Licht dimmen und an und aus, keine speziellen Farben, meine ich jedenfalls. Ansonsten braucht ihr die Philips Hue Bridge. Und der hat einen verbauten Temperatursensor. Dann könnt ihr dann Alexa nach der Temperatur im Zimmer fragen. Und ansonsten, genau, Dolby Sound soll wohl Premium Klang sein. Das werde ich rausfinden, auf jeden Fall. Und ihr auch in dem Soundcheck. Und ihr könnt diesen Lautsprecher auch als Bluetooth-Box benutzen, indem ihr ein Klinkenkabel anschließt. Also ihr könnt da ein Klinkenkabel anstecken und dann Sound reingeben. Das geht bei den anderen nicht. Aber ich möchte jetzt hier kein Review machen, sondern nur ein Unboxing mit einem kleinen Soundcheck. Alles andere kommt dann im ausführlichen Vergleich und Soundcheck. Okay, dann
Kriegen wir einen Karton, Verpackung wie immer gleich, mit diesem freundlichen Amazon-Lächeln. Und auch wie beim Echo der zweiten Generation, derselbe Verpackungsstil. Verpackung ist leer, ein schwarzes Loch. So, hier haben wir den Echo. Also, ihr seht schon, ist ein wenig größer und tut sich dem Echo Dot eben, bis auf den Höhenunterschied. Dann ist noch bei das Netzteil. Das ist auch ein wenig größer und hat, wie gesagt, 30 Watt. Das sind dann 18 Volt und 1,67 Ampere. Bei dem anderen waren es, glaube ich, 15 Volt und 1,3 oder 1,4 Ampere. Aber wie gesagt, das alles im Vergleich. Tun wir das mal raus. Ansonsten wird nur noch Papierkram bei sein. Ja. Standardzeugs halt. Genauso wie beim Echo auch. Und beim Echo Dot. Also nichts Spannendes, Interessantes. Sondern genau dasselbe. Das Gummi da rein. Und dann passt das. Okay. Und der hat noch eine mehr oder weniger Besonderheit. Da komme ich gleich noch zu. Und zwar, das geht gar nicht. Ja, vergesst, was ich gesagt habe. Ich dachte nämlich eigentlich, da wären viel Zoll Gewindeanschluss drunter, damit man den halt auf ein Stativ schrauben kann. Aber das ist ein Spezialanschluss und der ist dann für solche externen Akkuboxen gedacht. Geht also nicht. Also dann kann man den Lautsprecher auf eine Akkubox schrauben und dann den halt drahtlos benutzen, ohne Stromanschluss. Aber okay. Ich lasse die Folie vom Netzstecker jetzt nochmal dran und stecke den mal ein und dann richten wir den zusammen mal ein. Und dieser Stecker, die sind übrigens nicht miteinander kompatibel. Die sind alle unterschiedlich. Ich hole mal kurz die anderen. Hier sind die anderen beiden Netzteile. Da seht ihr es nämlich schon. Die sind alle unterschiedlich. Von der Länge, Dicke, Breite, Größe. Der ist vom Echo Plus, der ist vom Echo und der ist vom Echo Dot. Also je dicker die Anschlüsse werden, umso mehr Leistung und je größer ist das Gerät. Aber wie gesagt, der ganze Rest im ausführlichen Vergleich. Stecken wir den mal an und dann mal schauen. Da tut sich was. Ich dimme das Licht ein wenig. Hello. To continue, download the Alexa app. Hallo. Laden Sie die Alexa App herunter, um fortzufahren. Bonjour. Pour commencer, téléchargez l'application Alexa. Ciao. Per continuare, scarica l'app Alexa.
Hola. Para continuar, descarga la app Alexa. Okay, hätten wir auch hier wieder alle Sprachen durch, so wie beim Echo Dot der dritten Generation. Der Echo 2 macht das noch nicht, der hat nur Deutsch drin, alle anderen, beziehungsweise diese beiden, sind mehrsprachig. Finde ich ganz cool. So, kommen wir zur Einrichtung. Ich bin wieder hier in der Alexa-App. Ich hoffe, ihr könnt das mehr oder weniger lesen. Ihr geht auf Geräte, geht auf Plus, geht auf Geräte zufügen. Warum spreche ich so komisch? Egal. Sucht euch dann diesen Amazon Echo raus. Und das ist ein Echo Plus der zweiten Generation. Ist Echo Plus angeschlossen und leuchtet das Licht orange? Ja. Bluetooth. Kannst du machen. Okay, wir machen das anders, das funktioniert nicht. Manuelle Einrichtung. Dann machen wir es traditionell über das WLAN. Funktioniert besser. Echo Plus. Weiter. Oh, das ist aber kompliziert. Das war beim Echo Dot einfacher. Muss ich zugeben. Amazon 1L1. You've connected. Now, go back to the Alexa app. Du bist jetzt verbunden. Geh bitte wieder in die Alexa App. Weiter. Connexion réussie. Retournez maintenant dans l'application Alexa. Connexion est effectuée. Torna à l'app Alexa. Has establecido conexión. Vuelve a la app Alexa. Also ich muss sagen, Echo Dot der dritten Generation ist bis jetzt am allereinfachsten einzurichten. Da muss man gefühlt gar nichts tun. Kann aber auch sein, weil ich die beiden Geräte über mein Amazon-Konto bestellt habe. Das heißt, die sind schon direkt registriert. Den Dein Echo Gerät ist bereit. Habe ich gekauft bei Saturn. Aber okay, ich musste kein Passwort eingeben. Ist schon mal in etwas. Musste ich nämlich bei dem Echo der zweiten Generation machen. Wo ist Echo Plus? Schlafzimmer. Weiter. Da steht er zumindest später. Wir kommen bei Echo Plus. Das Video brauchen wir nicht. Okay. Das wäre es dann. Echo Plus. Okay, dann probieren wir das mal aus. Und ich suche mal eben einen Song raus über Spotify. Ich habe eine Idee. Alexa, spiele Paris von The Chainsmokers. Paris von The Chainsmokers von Spotify. Das Gerät ist leider offline. Alexa, spiele Paris von The Chainsmokers. Paris von The Chainsmokers von Spotify. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, we'll get away with everything. Let's show them we are better. Alexa, stopp. Also, wenn ich 5 Sterne vergeben könnte für den Klang, ich würde 10 geben. Weil der Klang gefällt mir. Der hat echt druckvollen, tiefen Bass. Für meinen Geschmack. Gut, der steht jetzt auf dem Holztisch. Auf Sparplatte. Und hier ist nichts drunter. Das heißt, der hat auch ein bisschen, ich sag mal, Körpervolumen durch diesen Schreibtisch. Aber der Klang gefällt mir bei Weitem
bei weitem besser als bei dem Echo. Ich werde, wie gesagt, einen Klangvergleich machen und dann werde ich auch wirklich mehr Musik länger laufen lassen. Ich weiß noch nicht, wo ich das mache. Und dann werdet ihr den Unterschied auch merken. Bis jetzt bin ich voll begeistert von dem Echo Plus. Wirklich Lob. Ich werde den weiter ausprobieren. Ich weiß gar nicht, welche Lautstärke das jetzt war. Okay, gerade mal Lautstärke 5. Wir werden den jetzt mal ein bisschen lauter machen, dann mal schauen, wie der dann klingt. Alexa, spiele Paris von The Chainsmokers. Paris von The Chainsmokers von Spotify. Alexa, stopp. Ich habe eine bessere Idee. Alexa, spiele Bad Guy von Billie Eilish. Bad Guy von Billie Eilish von Spotify. Alexa, stopp. Ja. Hier bebt irgendwas mit auf dem Schreibtisch. Ich weiß nur noch nicht was. Aber gut. Der Tiefbass, auf jeden Fall. Der hat richtig Tiefgang. Gut, mit einem 76 mm Hochtöner. Ja, ich muss zugeben, ich bin begeistert von dem Klang. Ich werde den jetzt weiter ausprobieren. Und das Video soll jetzt auch enden. Das ist schon 20 Minuten. Für ein Unboxing viel zu lang. Aber ich werde es noch ein bisschen schneiden. Von daher, gut, passt schon. Okay, den Smart Home Hub werde ich auch im ausführlichen Video ausprobieren. Vielleicht, weil ich habe die Philips Hue Bridge. Brauche ich eigentlich nicht. Was wir noch ausprobieren könnten. Alexa, wie ist die Temperatur im Echo Plus? Das Gerät wird gerade kalibriert. Bitte versuche es später erneut. Das war eine Aussage. Dann probieren wir es später erneut. Okay. Dann, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ein Vergleich zwischen diesen Geräten kommt bald. Schreibt mir mal in den Kommentaren, welches euch vom Design oder von der Optik am besten gefällt. Ich gebe die mal kurz an, dann seht ihr das. Also, ich muss sagen, der Echo Plus gefällt mir bis jetzt am besten. Der liegt wirklich richtig schön, ja, groß. Bisschen rund. Und ich zeige ihn nochmal. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Ja, nicht ganz. Also optisch top. Bin zufrieden. Könnt mir auch mal in den Kommentaren schreiben, welches euch am besten gefällt und welches ihr nutzen würdet. Oder welche Alexa ihr habt. Und ich bin gespannt auf eure Meinung, eure Kommentare. Dann war es das auch jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Auch nicht das Video zu dem Klangvergleich. Ich habe nämlich bis jetzt auf YouTube nichts gefunden, was gescheit ist. Mit dem Klangvergleich zwischen dem Echo Plus, dem Echo 2 und dem Echo Dot 3 und dem Echo Dot 2. Deswegen seid gespannt und dann bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal.